Ja, huhu, hier wieder beim Koani und beim... Beim Last Ragtag. Auf jeden Fall sind wir immer noch in der Secret World. Und wir müssen immer noch das südliche Rohr verschließen. Das klingt auch schon wieder, naja. Du hast übrigens coole Waffen. Diesmal habe ich mich nicht weiter umgezogen. Ich habe dafür geskillt. Ich habe hier einen neuen Skill, die nämlich die blutiger Valentinstagkraft. Dafür musste ich leider meinen komischen Ich reiße das Herz aus der Brust Skill ein bisschen rausschmeißen. Er kann leider nur eine Elitekraft haben. Dafür habe ich jetzt hier eine richtig geile Barriere, die erst kollabiert, wenn sie 491 Schaden kassiert. Und dann auch noch die ganze Zeit heilt und wenn sie weggeht, auch noch Schaden macht. Das wird dem Leshrak bestimmt gefallen, wenn er die ab und zu mal abkriegt. Ja. Ja, und dafür war ich jetzt weniger Schaden. Aber, na gut. Noch weniger. Noch weniger, ja. Das heißt, demnächst bitte keine Solo-Instanz mehr, ja? Hier ist ein Notizbuch-Quest. Nehmen wir den mit? Ja, klar, du bist aber was. Da ist auch noch ein Golem. Deritius Prime. Achso, nein, nicht Forschungsnotiz. Ja, na, an Keramikmesser in meinem Rücken würde Resonator im Elektrokasten. Hä? Wir werden angegriffen. Ach, Leute. Ich gebe dem Lesrak mal jetzt hier diesen... Zack. Das war gerade auch ein Effekt von dir, oder? Was? Dieses Ding, was da auf dem Boden gerade war. Keine Ahnung. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Na. Ja, na, an Keramik. Messer in meinem Rücken würde Resonator. C und R im Elektrokasten, ja, na. Die Tür der Akademie vor der Nase, so nah. Nahe Melodie im nächsten Orchestersender. Mein Illuminaten-Service-Modul. Ist gleich ferngesteuertes Golem-Orchester. Ich kriege meine Stelle auch. Okay, die unfertige Fernbedienung mitnehmen. Ein Keramiksensor finden. Kann man das Ding sich nochmal anzeigen lassen oder muss ich das per Screenshot jetzt hier machen oder was? Was denn? Hier die Hinweise aus dem Teil. Kann man wahrscheinlich nicht, ne? So, Screenshot. Zack. So, ein Teil gefunden. Ja? Wo? Ja. Hier. Oh, hier ist nur so ein Typi. Ich hab den mit dir verwechselt. Ja, ich bin zwar gerade verlangsamt, aber ich komme. Los, Ron hätte ihn. So. Heilung. I need Heilung. So. Wo war das Ding jetzt? Ach, das wurde per Questmarker angezeigt. Ach, sehr schön. Okay. Klar, sonst wäre ich doch überfordert. Okay. Check ich. Also hier liegt so ein Ding, ja. Yay, Akaps. Warum nicht?
Ja, das mit den Barrieren ist so eine Sache. Welche gefällt dir denn optisch? Wie sieht das denn aus? Ja. So, wenn man so in der Barriere drin steht. Zylinderförmig. Ja, das ist schon nice, ne? Ja, oh, ein Blutmagie-Fokus. Da. Und ein scheiß Talisman. So, jetzt gucken wir uns den Blutmagie-Fokus direkt mal an. Der ist schlechter als das, was ich habe. Hätte ich dir auch vorher sagen können. Warum? Weil deiner für bei deiner eine höhere QS hat. Qualität. Stufe. Ach ja. Ich habe hier noch einen Chaos-Fokus im Inventar. Was ist das hier? Ein Elementarismus-Fokus. Oh, ganz viel Crap hier drin. So. Okay, weiter. Ja. Also irgendwie bin ich hier mit dem ganzen Skillung hier Dingens nicht zufrieden. Irgendwie, ich mach jetzt. Ich meine, das ist ein Punkt. Bin ich auch nicht. Ja, irgendwie ist das doof. Ich muss schnell Erfahrungspunkte sammeln hier. Ein A-Cup! Wo gehst du denn nicht auch immer lang? Da war doch extra der Straße als Weg. Und wir haben Motorräder. Ich brauch KP. Ach so, ich sollte vielleicht auch mich anwählen, wenn ich mich heilen will, ne? Ja, wäre wär nicht so schlecht so. Ey, wie hat denn der mich erwischt? Ich stand hinter dem. Super Special Move. Ah. Hier kriegst du auch eine Barriere. Da haben wir beide eine. Du machst ja Pentagramme auf dem Boden. Ja, klar. Findest du das denn in Ordnung? Ja. Also satanistische Sachen? Jeder hatte seine Jugendphase. Dim, 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 dim. Ach, wieder dieses Haus hier. Mhm. Ja, das, oh, das Haus der Katzenoma. Okay. Müssen wir da rein? Anscheinend. Mal los, irgendwo hinlaufen. Dum, dum. Böse Musik. Jupp, ich hab das ja angekriegt, was wir brauchen. Ach so, wo ist es denn? Da ist, muss ich dem folgen. Hä? Du bist ja einfach weitergelaufen. Wo bist du denn? Gerade an dir vorbei. Hallo. Sitzen gelassene Braut. So, und hier ist auch noch ein Sasquatch-Schädel. Den nehmen wir auch mit, oder? Ja, müssen wir später sowieso hier hin. Dann können wir da gleich alle auch die Nebenquests hier mitmachen. Okay. Hier ist Wissen. Din, 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 din. Und wieder runter? Reparieren die Fernbedienung. Also, wir haben schon alles. Ach so. Einfach Rechtsklick auf die Fernbedienung machen. Mhm. Hilft bei mir aber nicht. Okay.
Hast du denn den Sender auf? Oder steht bei dir schon bei der Quest Golem mit der Fernbedienung steuern? Das Sendemodul finden. Ach so, ja, du musst erstmal hier runterkommen. Wo es heißt, hier runterkommen. Da, wo wir reingekommen sind. Wo auch immer das ist. Ich springe jetzt einfach aus dem Fenster. Geht, ach, geht wohl. Da drinnen sehe ich Wissen. Ich habe Wissen entdeckt. Das Radio anklicken. Ah. Oh, ein Geist. Yep. Und jetzt den Geist folgen. Ah, ich muss erst das Wissen holen. Oh, Sam verliert ihn vielleicht. Nein! Hier ist eine Filmsequenz. Hallo? Mein Mann sagte, ich soll ja, Story Quest. Also hab ich mich rausgeputzt. Warum kommt die, ohne dass ich es anklicke? Meine Partys waren die besten auf dieser rückständigen Insel. Aber diese Kutsche ist schon sehr, sehr lange wieder ein Kürbis. Oh, jetzt teile ich das alte Haus mit meinen Katzen und den Geistern. Hab die Möbel runtergeräumt, damit sie Platz haben und den Ausblick oben genießen können. Oh, so ein großartiger Blick damals mit Ed. Jetzt sind die Pfirsichbäume verrottet. Eds Veränderung begann in diesem kalten Sommer 71. Sogar noch vor dem Ärger mit den Indianern wegen des verdammten Lochs im Boden. Blue Ridge. Etwas ist dort passiert und hat ihn zerfressen, aber er wollte es nicht zugeben. Wenn er heimkam, falls er denn heimkam, schloss er sich mit den Büchern und Karten im Arbeitszimmer ein. Und mich sperrte er aus. Dann geschah diese Sache mit den Indianern. Ed wollte niemanden töten. Es war Notwehr, aber es hat ihm wirklich sehr zu schaffen gemacht. Er schlief nicht, litt unter Ängsten. Er blieb wach und kritzelte ständig in seine Bücher. Auf Zeitschriftencover, auf Tischdecken, an die Wände. Ich hörte dieses pausenlose Kritzeln oft mitten in der Nacht. Aber sehr bald habe ich es aufgegeben, ihn ins Bett zu rufen. Ich habe nie rausgekriegt, wo er das alles versteckt hat. Als seine Leute tot in der Mine aufgefunden wurden, hat ihm das Genick gebrochen. Wortwörtlich. Fand ihn erhängt auf dem Speicher. Sein Gesicht hatte die Farbe einer Pflaume. Aber so erinnere ich mich nicht an ihn. So will ich mich auch gar nicht erinnern. Er war ein guter Mann, mein Ed. Ein guter Ehemann. Ein guter Freund. Es gibt viele Geheimnisse in diesem Haus. Und Ed verlor sein Ziel. Und den Verstand. Er sagt, früher konnte er alles zusammensetzen. Aber jetzt sind es kaputte Erinnerungen. Und keine guten. Er sagt, die Träume hätten ihn aufgefressen. Und falls nichts unternommen wird, fressen sie uns alle. Er sagt, es sei alles dran. Er weiß einfach nicht mehr wo. Ja, alte Lady, ist mir scheißegal. Hier, gutes Startbild für die Folge. Hm? Guck zu mir. Lesrak im Kronleuchter. Ist auch ein gutes Bild für die Folge, oder nicht? Zum Anklicken. We'll see, we'll see. So, jetzt müssen wir nach oben, ja? Erstmal kannst du es wieder anklicken. Ja. Warum warst jetzt nur du beeinträchtigt? Keine Ahnung. Strange. Oh, hier kann man ein Bild anklicken. Zurück. Ich dachte, ich wäre bereit. Ich dachte, das würde alle Probleme lösen. Okay. Langweilig. Du bist gerade wieder ziemlich knarzig unterwegs. Wie? Na. Und Schild für Lesrak.
Okay. So, und jetzt? Auf die neue Fenster. Auch hier aus dem Fenster springen wahrscheinlich, oder? Geht schneller? Ich dachte, wir wollen jetzt das Story-Ding hier erstmal machen. Ich wollte hier den Golem jetzt machen zuerst. Okay. Die Story ist mir jetzt. Die haben wir jetzt so lange außer Acht gelassen. Die habe ich jetzt durch Zufall angeklickt. Fertig. Bei mir war das eigentlich alles geplant. Also. Ich wollte nämlich erst alles drumherum erledigen, dann die Story mit dir. Ja, wir haben noch nicht alles drumherum erledigt. Ah, gab's. Die Welt wäre ohne die besser dran. Natürlich. Aber dafür hast du jetzt eine schöne Barriere. Ja. Ich nenne sie Harry. Harry die Barriere. Harry. Harry Potter? Nein, Harry die Barriere. Okay. Hatte ich dir nicht schon erzählt, dass ich von Harry Potter verarscht wurde? Was? Ja. Ich habe mir einen der Filme angesehen, wo ich dachte, den hätte ich bisher noch nicht gesehen, weil ich in Erinnerung habe, das war doch eigentlich viel zu wenig. Weißt du von dem, was passiert ist? Den Golem beschützen. Ah, cool, der hilft uns beim, Nein, ich habe die Ladung auch abgekriegt. Ich will sie jetzt aber nicht abkriegen hier. So, der Leschrack will geheilt werden, habe ich gehört. Ja. Da unten ist der Typ, den wir schon 3000 Mal umgebracht haben. Im Sumpf, ich sehe ihn genau. Der Golem geht auch auf ihn zu. Ich darf einfach nicht erwarten, dass ich viel Schaden anrichte. Nee. Ich bin ein Tank. Vielleicht sollten wir, ja, egal. Ja? Vielleicht sollten wir beide DDs machen? Das wäre krass. Aber jetzt wird vielleicht einiges leichter machen. Ja. Aber bis jetzt kommen wir noch ganz gut durch hier. Ja. Komm, Golem, mach sie platt. Ah, Golem, du bist so scheiße. Du hast keine Barriere verdient, Golem. Obwohl, ich gebe dir trotzdem eine. Hier, bitteschön. So ein bisschen wie ein Servitor, ne? So, hier noch eine Barriere für dich, Golem. Sieht cool aus, oder? Ja. Er scheint nur ein bisschen zu groß dafür zu sein. Hier willst du auch eine? Ja. Bitte schön. Oh, ich wollte die spritzt. Na gut. Moment. Ja! Yay, der heimtückische Totengeist muss sterben. Da hinten ist wieder dieses große Krabbelvieh. Oh ne, nochmal habe ich keinen Bock auf das. Tja, der Golem. Bitte, nein, Golem, da rennst du nicht hin, sonst zerstöre ich dich. Der läuft da schön drauf zu. Oder wie viele Lebenspunkte hat er? Ah, okay, könnte auch nervig werden.
Wie viel hat denn der? Etwas mehr wie ich, so 5756. Ach, seufz. Und verfügt über einen sehr hohen Blockwert. Ja, steht. Wenn du ihn anklickst, dann steht das da, weil. Ja, wo auch immer man den Blockwert sehen kann. Nein, als Effekt hat er das. Also, sein Verhalten studiere ich jetzt schon mal. Er ist ziemlich lahmarschig. Ja, da habe ich doch gesagt, Servitor. Der Lesrak muss wieder geheilt werden. Ja, warum nicht? Greift er mich jetzt an? Ja! Golem ist außer Kontrolle, zerstören Sie ihn. Aber gerne doch. Er hat meine Drohung, glaube ich, mitgekriegt. Heilung incoming. Zack. So, 3 KP habe ich schon wieder verdient. Haha. So, Bericht senden. So, und jetzt zum Haus, hast du gesagt? Nein. Wir haben ja noch sehr viel zu tun. Ja, dann geh vor. Zum Beispiel die Proben zum Zelt der Gesundheitsbehörde. Du wolltest das Outfit, ja? Ja, das Outfit, und das Outfit. Und die Dings machen da noch die... Wissen. Ja. Nachdem wir den Golem getötet haben, kannst du es dir auch gerne nehmen. Ja, erst nach dem. Ich muss mir gleich nochmal die Beschreibung von meiner Kraft hier durchlesen. Also, so ganz langsam geht er mir auf den Sack, der Golem. Er ist so hin. Ich weiß gar nicht, was du hast. So, warte mal. Okay. Wenn die große Barriere weggeht und dann explodiert die, ja? Und wenn da von Gegner betroffen sind, kriegst du automatisch schon noch eine neue Barriere wieder. Ach der. Weg von der Spinne. Die allerdings nicht mehr so krass ist wie die vorher vor. Boah, von dem Skill, diesen Standard, ich dreh mich rum Skill, ne? Die Reichweite ist so bescheuert einzuschätzen. Da haben wir es doch erledigt, das Vieh. Ach ja, wir müssen das Rohr ja verschließen. Jetzt muss man hier den Schmutz mal die Quest wieder anklicken, damit ich das auch weiß, was ich machen muss. Ach, du kriegst dafür extra die Quests an.
Sonst weiß ich das doch nicht. Ich hab's eigentlich immer im Kopf. Kannst du mal sehen, du bist viel intelligenter als der Koan. Intelligenter würde ich nicht sagen. Nur weil man sich Sachen vielleicht besser merken kann, heißt es nicht immer, dass man intelligenter ist. Oh. Außerdem kann ich mir dafür wichtige Sachen nie merken. Sowas okay. Wie den Geburtstag meiner Eltern. Ist eine Klinge. Kannst du vielleicht gebrauchen sogar. Nein. Die ist viel zu schwach. Das mit der, dass man eine extra Beere kriegt, ist gar nicht so verkehrt. Da kann man sich richtig wieder hochheilen, während die in Aktion ist. Hey, wenn ich bald meinen Computer hab, ne? Mhm. Dann kann ich ja mit Marleil und Lestrack mitkommen. Du sollst dich heilen. Ja, tue ich ja gerade. Eigentlich ich heile gegen den Schaden an. Jetzt spiele ich mit zwei Charakteren gleichzeitig. Laptop mit den Füßen und Computer mit den Händen. Na, wenn du das schaffst, dann das östliche Rohr verschließen. Was, wenn ich das schaffe? Dann kaufe ich den Eis. Das ist ein Deal. Okay. Aber auch effektiv schaffen, bitte, ja? Ja, dann beschreib erstmal, was ist für dich effektiv spielen? Dann. Ja, dann ist, es muss auch funktionieren. Und zwar so, dass man auch vernünftig spielen kann. Okay. Nicht, dass die Charakterleistung. Darf ich mir das Eis aussuchen? Du kriegst ein leckeres Eis meiner Wahl. Ein Eukalyptus-Eis. Das würdest auch nicht mehr du essen. Och. Bei Bananeneis hätte ich sogar gesagt, dafür kriege ich ein das. Bananasplit. Ja, Bananasplit bin ich sofort dabei. Lässt sich machen. Aber ich glaube nicht, dass du das hinkriegst mit den Füßen. Ich habe mit den Füßen schon Gameboy gespielt, also schon Nintendo DS gespielt. Ja, das ist aber was anderes als das hier, oder? Ja, okay, das mit der Maus könnte etwas kompliziert werden. Dann. Ja. Vor allem muss ich mir dann noch eine zweite Maus kaufen. Ah, dann lieber den Bananasplit selber kaufen, weil es billiger. Oh, ich weiß nicht. Die Herausforderung reizt mich, wenn ich ehrlich bin. So. Oh, ich bin gleich tot. Ja, heil dich erstmal selber. Ich muss sagen, aber am meisten hat mir in dem Spiel die erste Instanz gemacht, die wir gegangen sind. Ja, die war cool. Freunde, hatten wir noch im Grunde keine Ahnung, was für wirklich auf uns zukommt. Na, das ist richtig. Jetzt müssen wir noch das nördliche Rohr verstopfen. Ich mag den Norden. Kennst du noch das alte Computerspiel North and South? Nein. Das klingt noch. Damals auf dem Amiga. Was ist ein Amiga? Ja, man merkt, dass du 10 Jahre jünger bist als ich. Ja, aber wenigstens haben wir ein paar Sachen, wo wir beide das kennen. Ja. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wovon Koali redet. Niemand weiß, wovon ich rede. Nicht mal du selber, oder was? Frank McGrath töten. Oh, da kommt er. Der hat zwei Pistolen. Einer von der Gesundheitsbehörde hat zwei Pistolen. Ja, und du hast eine Barriere. Haha, ich hab mehr wie du. Noob.
Außerdem hat er keine Eukalypter. Genau. Yay, Bericht senden. Wir haben eine Tasche bekommen. Doppelklick zum Öffnen. Was könnte da nur drin sein? Eine Glyphe. Oh. Da hätte ich bei einer Glyphenbelohnungstasche, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass da eine Glyphe drin ist. Tja. Okay. Dann... immer dem Lesrak hinterher. Was? Immer dem Lesrak hinterher. Ich folge dir gerade. Eigentlich folge ich dir gerade. Okay. Du läufst an der Marianne Chen vorbei. Und? Ich würde sonst ja auch zum Zelt der Gesundheitsbehörde bringen. Hier ist noch ein Gegner. Oh, der läuft mir wieder weg. Zum Zelt der Gesundheitsbehörde. Dusche! Ach, wollen wir zusammen duschen? Komm her! So! FP und KP erhalten. Und jetzt hat sie noch so eine Quest hier, aber das ist hier so eine Sneaky, oder was ist das ja, hier? Ja, eine Sneaky Quest. Aber die kommt erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Quali und? Der Lesrak Dark. Und wir vermissen alle Putin. Ja, Putin. Tschüss.